Hallo, ich war fast die ganze Woche unterwegs, um etwas für ein anderes Format zu drehen. Das war eine äußerst coole Sache. Ich habe da sehr lange mit einem konservativen Arzt einer Suchtklinik und einem konservativen Polizisten über die aktuelle Drogenpolitik diskutiert. Leider kann ich euch das Footage jetzt noch nicht zeigen. Ich habe das Footage auch noch nicht mal. Aber damit ihr diese Woche trotzdem ein Video bekommt, zeige ich euch Aufnahmen, wie ich diesen konservativen Arzt frage, was er so von meinem Kanal hält. Hallo, wir sind hier in einer Psychiatrie, in der Psychiatrie, wo der Dr. Hartung hier der Oberarzt ist. Hier gibt es natürlich auch viele Drogenpatienten, hauptsächlich Alkoholpatienten, danach Cannabis, aber auch andere Drogen, Heroin oder andere Opioide. Solche Patienten finden sich hier. Und ich dachte mal, wir fragen jetzt mal hier einen Experten, der täglich mit den negativen Konsequenzen von Drogen zu tun hat, was er so von dem Konzept von meinem Kanal hält. Also ich habe einen Kanal auf YouTube, wo ich vor allem eben auch Safer Use Aufklärung betreibe, wo ich so Leuten sage, ja, wenn ihr jetzt zum Beispiel MDMA nimmt, nimmt es nicht häufiger als ein bis zweimal im Jahr, solche Dinge. Aber was ist Ihre Meinung zu so einem Kanal? Halte ich für problematisch, denn ich könnte mir vorstellen, dass viele Jugendliche, gerade im Pubertätsalter, tatsächlich ihre Information, ihre Einstellung, ihren Umgang mit Drogen sich aus solchen YouTube-Sequenzen holen. Und wenn sie dann noch ein Typ sind, der sympathisch ist und gut rüberkommt, dann haben sie eine gewisse Verantwortung. Und dann zu sagen, ihr könnt es nehmen, ohne weiteres, wenn ihr das und das beachtet, da weiß ich nicht so richtig, ob sie sozusagen ihrer Verantwortung sich bewusst sind. Denn im Grunde genommen gerade so die Pubertätsentwicklung ist eine ganz schwierige Geschichte. Da haben schon genügend Leute, die keine Drogen nehmen, große Probleme, diese Phase heil zu überstehen. Und wenn dann noch Drogen mit ins Spiel kommen, egal welche das sind, oder auch die Haltung, ich kann ja, damit ich einen Kick kriege oder damit ich mit irgendwelchen Problemen nicht konfrontiert werde, kann ich ja mal Drogen nehmen, dann ist das aus meiner Sicht ein denkbar schlechtes Vorbild. Das heißt, nichts gegen Ihren Kanal, aber auch hier wieder die Sache zu verharmlosen und zu sagen, wenn ihr es denn nehmt, aber so nehmt, wie ich euch das sage, dann ist das überhaupt kein Problem. Das ist, glaube ich, überhaupt kein Problem, so sage ich das ja nicht. Aber ich sage so quasi, so ist die möglichst sicherste Variante, also so ist es sozusagen, hält sich der Schaden noch im Rahmen. Und es ist ja auch so, dass ich vermehrt immer wieder explizit darauf hinweise, dass man im jugendlichen Alter vor allem nicht konsumieren soll, weil das besonders schlimm sind. So quasi, wenn man im Hinblick darauf, dass ich da immer vor allem im Jugendlichen, also warne den Jugendlichen vor dem Konsum, ist es dann weniger problematisch oder denken Sie, dass Jugendliche das sowieso ignorieren? Grundsätzlich gilt, dass die Drogen, die abhängig machen, weniger Schaden setzen, wenn die Persönlichkeit ausgereift ist. Das heißt, wenn jemand mit 30 oder 40, das gibt es ja auch immer wieder, anfängt, irgendwie Drogen zu nehmen, dann sind die Schäden nicht so verheerend, wie wenn er anfängt mit 15 oder 16, wo er eigentlich die Schule machen müsste, wo die Persönlichkeit sich bilden würde. Und wenn da irgendwas versäumt wird, wenn da irgendwas zerstört wird, wenn da sozusagen eine Hürde ist in der weiteren Entwicklung, dann hat das dermaßen verheerende Folgen, nur dass ich denke, wenn Sie darauf aufmerksam machen, dass Jugendliche das nicht machen sollen, dann werden sie aus meiner Sicht wenigstens ihrer Verantwortung teilweise gerecht, aber gänzlich eigentlich nicht. Auf der anderen Seite werden sie wahrscheinlich das Problem haben, sie werden diese jungen Leute, wenn sie einfach nur mit Verboten kommen und jetzt die Position vertreten würden, die ich vertrete, dann würden sie die gar nicht ansprechen. Das hören die oft genug und das wollen die nicht hören. Ja. Da wollen die lieber so etwas Ähnliches hören, was sie sagen. Aber trotzdem, ich denke, sie haben eine Verantwortung. Es muss ihnen klar sein, dass viele Leute sagen, hey, der Typ ist gut, was der sagt, dass das können wir glauben und das machen wir dann auch so. Ja. Das kann ich übrigens bestätigen, was der Konsum im jugendlichen Alter angeht. Total oft, wenn mir Leute irgendwie so schreiben, dass sie irgendwie Probleme haben, dann ist es immer, dass sie im jugendlichen Alter schon angefangen haben. Also das ist wirklich 90% der Fälle. Ich habe so selten, dass mir irgendwie so ein 30-Jähriger schreibt, ja, ich habe letzte Woche MDMA probiert und jetzt ist alles im Arsch oder so. Vor allem auch beim Cannabiskonsum kommt es mir so vor, als würden Jugendliche so ein, als würde das viel heftigeren Einfluss auf ihr Gehirn haben und so. Also total oft höre ich so, also nur von minderjährigen Leuten so,
ja, ich habe Weed konsumiert und war dann eine Woche, habe ich mich high gefühlt. Sowas habe ich von Erwachsenen noch nie gehört. Also scheint da wirklich einen viel heftigeren Einfluss auf das Gehirn zu haben. Also hier nochmal explizit an meine jüngeren Zuschauer, ich sage es euch oft genug, aber wartet wirklich, bis euer Gehirn aufgewachsen ist. Nicht mal bis 18, sondern mindestens so bis 21 und dann auch nur, wenn ihr es unbedingt müsst und dann auch immer Safer-Use-Regeln beachten und so. Ihr wisst Bescheid. Also ich habe tatsächlich wirklich extrem viele, die schon einen, also Zuschauer, die schon einen problematischen Konsum hinter sich hatten, also die schon in der Heroinsucht waren und die eben der Meinung sind, dass wenn sie damals so eine Aufklärung gehabt hätten, so eine Safer-Use-Aufklärung, wäre es nie so weit gekommen bei ihnen, weil sie eben durch den Konsum auf den Konsum gekommen sind, weil irgendwelche Freunde das gemacht haben und das einfach so gemacht haben, ohne sich irgendwie zu informieren. Also es scheint ja eben schon effektiv zu sein. So. Wie ist es bei Ihren Patienten? Glauben Sie, dass Ihre Patienten aufgeklärt sind, so wenn die jetzt zum Beispiel Opioide nehmen? Wissen Sie, dass da schon ein Abhängigkeitspotenzial war oder bei Alkohol, oder sind die nicht aufgeklärt? Das ist nicht eine Frage der Aufklärung. Das heißt, wenn man in der Lage ist, die warnenden Worte und die Aufklärung zur Kenntnis zu nehmen, dann hat man jede Chance der Welt, weil es überall steht, auf jeder Zigarettenpackung steht es drauf. Man kann sich vor dieser Erkenntnis, dass das problematisch sein könnte, problematisch werden könnte, kann man sich überhaupt nicht verschließen. Das heißt, es ist nicht die Frage der Aufklärung, sondern es ist die Frage, kann ich dieses Argument hören und kann ich mich daran orientieren? Will ich mich letztendlich daran orientieren? Das heißt, einfach nur eine Information zu liefern, ist viel zu wenig. Die Information ist ubiquitär vorhanden. Jeder hört es. Und gerade die Jugendlichen, die dann vielleicht dazu neigen, Drogen zu nehmen, die haben es wahrscheinlich bis zum Abwinken gehört. Und selbst wenn sie es nicht gehört haben sollten, merken sie irgendwie selber, dass sie da was Problematisches tun. Aber dieser Geisteszustand, gerade so eines Pubertierenden, der ist einfach nicht dazu angetan, diese mahnenden Worte jemandes zu hören, der vielleicht 10, 20 Jahre älter ist. Dazu müsste man selber 20 Jahre älter sein, um das zu hören und zu verstehen, was da gesagt wird. Das ist auch der Grund, warum der Staat sagt, letztendlich, wir verbieten das vorsichtshalber, weil die Kritikfähigkeit von einem 16-Jährigen bezüglich seines Cannabiskonsums ist einfach schlicht nicht vorhanden, bei den wenigsten. Manche haben unbegründete Angst davor und manche haben überhaupt keine Meinung dazu und sagen, oh, das ist ja toll, fühle ich mich irgendwie gut. Also in anderen Worten, es geht nicht um Aufklärung, Information oder so. Also vielleicht ist es ein bisschen davon abhängig, wer die Information gibt, weil wenn jetzt zum Beispiel also die Aufklärung, die sagt, Drogen sind schlecht oder sowas, kommt ja vielleicht von eher Lehrern, wo Jugendliche dann eher sagen, ja, die erzählen ja sowieso schon nur Scheiße oder so. Haben Sie völlig recht, in diesem Alter sind die ganzen Jugendlichen schon auf der Suche nach irgendwelchen Vorbildern, nach irgendwelchen Leuten, die sie glauben. Den sie Glauben schenken können. Wenn sie jetzt zum Beispiel sagen, ich habe das selber genommen und sie kommen auch relativ jugendlich dann auch noch mit rüber, dann werden die Jugendlichen auf sie hören letztendlich. Das bedeutet natürlich, dass sie mehr Möglichkeiten haben, das den Jugendlichen zu vermitteln, als das vielleicht die Eltern oder der Lehrer haben. Das heißt, bei den Jugendlichen, um die in irgendeiner Form pädagogisch anzuleiten, da Schlimmstes zu verhindern, ist es ganz wichtig, dass man irgendwie einen Draht zu denen aufbaut, dass man Zugang zu denen findet. Ja, und noch ein letzter Punkt. Sie haben ja gesagt, Aufklärung ist überall vorhanden, aber das stimmt ja nicht. Es ist nur Aufklärung vorhanden. Es ist schlecht, aber Safer-Use-Aufklärung ist ja nicht allgegenwärtig. Sowas wie, wenn man jetzt zum Beispiel Opioide verschreibt, so, ja, wenn du das mehrere Monate nimmst, dann wirst du abhängig. Das sagt einem der Arzt ja gar nicht. Also ich habe ja letzte Woche erst Tramadol wegen einem Fahrradunfall verschrieben bekommen, der hat mir nichts gesagt. Ich habe dann extra sogar nachgefragt, wie lange kann ich das nehmen, ohne abhängig zu werden. So. Das mit dem Safer Use, wie gesagt, da kommen wir wieder an unsere grundsätzliche Diskussion ran. Es geht nicht darum, dass man Drogen konsumiert und das möglichst gefahrlos, sondern das, was den Jugendlichen vermittelt werden sollte, ist, dass sie ihre Psyche, ihre Persönlichkeit entwickeln, ohne dass sie auf sowas zurückgreifen müssen. Das heißt also, dass sie in der Lage sind, eben auch Stressbelastungen irgendwie auszuhalten, dass man pädagogisch versucht, ihnen dabei behilflich zu sein. Und dass sie auch, wenn sie sich gut drauf fühlen, ja, dass sie da nicht irgendwie sagen, hey, jetzt brauche ich noch zusätzlichen Kick, jetzt geht es mir so gut, ich habe Erfolg gehabt, jetzt nehme ich noch irgendwas. Dass das einfach deutlich gemacht wird, dass das gefährlich ist, dass das nicht irgendwo, wie gesagt, unserer Vorstellung von Persönlichkeitsentwicklung entspricht. Und dann stellt sich auch die Frage nach sozusagen Safer Use nicht mehr. Dann sagt man nämlich No Use.
Ja, also sie sind immer für No-Use und Safer-Use kommt für die, also finden Sie, also Safer-Use-Aufklärung sollte man lieber gar nicht machen. Ganz genau, weil ist die Sache verharmlost. Das heißt, ihr könnt es ja nehmen, wenn ihr das und das beachtet. Aber wie gesagt, es kann trotzdem gefährlich werden. Und zweitens mal, das, was auch noch vermittelt wird, ist, es ist okay, dass ihr es nehmt. Und da muss ich einfach sagen, wenn Sie mit diesem Patienten zu tun haben und sehen, wie die ihr ganzes Leben ruinieren. Ja, das heißt also, aber die Frage haben, ist, hatten die Safer-Use-Aufklärung? Das weiß ich nicht. Das ist ja diese Harm Reduction-Geschichte, gerade bei den Heroinabhängigen, die ist ja schon lange im Schwange, aber natürlich eigentlich nur in der Szene. Ich glaube, dass da keiner auftritt. Das ist vielleicht auch die große Chance von YouTube. Mhm. Die Leute, die Jugendlichen, die gucken heute eher YouTube, aber gucken eben nicht mehr Fernsehen, geschweige denn, dass sie irgendeine Zeitung lesen. Insofern kommt ihnen sicherlich eine große Verantwortung zu, weil sie die Leute erreichen. Mhm. Trotzdem denke ich, die Botschaft, es ist okay, dass ihr diese Drogen nehmt, ihr müsst nur aufpassen, dass das und das nicht passiert, ist schon die falsche Botschaft. Mhm. Okay. Weil das, die Jugendlichen hören nur, ihr könnt es nehmen. Okay. Er hat wohl gemerkt, kein einziges Video von meinem Kanal gesehen zu diesem Zeitpunkt. Seine Aussagen basieren einzig und allein auf den Dingen, die ich ihm über den Kanal erzählt habe. Dass ich der Meinung bin, dass Safer-Use-Aufklärung wichtig ist, ist klar, aber der Arzt war ja wirklich fast komplett gegen Safer-Use-Aufklärung. Deshalb fand ich es auch besonders spannend, so eine Meinung mal auf diesem Kanal zu zeigen. Der Kanal heißt ja schließlich Open Mind. Was sagt ihr zu den Aussagen des Arztes? Haut Argumente und Gegenargumente in die Kommentare. Ich muss nochmal betonen, nicht alle Ärzte, die mit Drogensüchtigen zusammenarbeiten, haben eine solche Meinung. Dieser Arzt war schon wirklich sehr konservativ. Nächste Woche werde ich wieder mehr Zeit haben für die Erstellung eines Videos. Bis dahin, gebt diesem Video 5 Sterne, abonniert diesen Kanal und habt ein Open Mind 3000.